Oh, bin immer noch total wischiwaschi, dass wir da diesen Boss gerade gemacht haben. Wenn du mal überlegst, es gibt einfach Leute, die es schaffen, sich da nicht treffen zu lassen, die es schaffen, das ganz alleine zu spielen, ohne NPCs. Also wirklich, ich bin hin und weg, dass das möglich ist bei manchen. Ich könnte das nicht. Ich meine, ich glaube, dass ich tatsächlich gar nicht so schlecht Souls-Teile spiele. Ich bin bisher noch nicht an ganz so vielen Bossen verzweifelt, muss ich sagen. Aber es gibt einfach immer noch Leute, die viel, viel besser sind. Ich würde mir tatsächlich auch gerne, und das machen wir vielleicht auch, vielleicht machen wir das morgen sogar, dass wir uns neben dem der Bescherung und dass wir hier den Tag zusammen verbringen, vielleicht einfach mal einen Dark Souls 1 oder Dark Souls 3 Speedrun angucken von jemandem und lassen das einfach nebenbei laufen. Weil das würde mich tatsächlich schon sehr interessieren. Wir haben einen Banner gekriegt. Haben wir nicht damals auch schon einen Banner erhalten? Das war sozusagen der kleine Banner von Lothric. Und das ist jetzt Gesandtenbanner zum Aktivieren vor der Ringklippe hochhalten. Welche Ringklippe? Von den Gesandten des großen Fürsten Gwyn benutzt. Ist Gwyn nicht der. War Gwyn nicht der erste Fürst aus Dark Souls 1? Das Banner vor der Ringklippe hochhalten, um Transporthelfer zu rufen. Die Zwerge, die die finstere Seele holen, erhielten die umringte Stadt am Ende der Welt als Geschenk des großen Fürsten. Auch seine geliebte jüngste Tochter war Teil des Geschenks, doch würde er sie eines Tages zurückholen. Die Tochter war doch der wir zwischen die Bubis geschossen haben, ne? Das war der Endboss in da. Ja, das war der erste Fürst, gegen den wir gekämpft haben damals. Aber wo sollen wir da jetzt das Banner hochhalten? Hier? Aber das ist doch nicht. Das ist aber nicht die Ringklippe. Das können wir hier nicht benutzen. Wahrscheinlich da, wo wir nicht weiterlaufen können, irgendwie, wa? Mal hier noch irgendwas machen, vielleicht? Sag mal, Peladrion, wie weit bist du jetzt übrigens schon? Also sagt man eigentlich Peladrion oder Feladrion oder wie da sagt man zu dir? Wie hättest du das gerne? Habe ich hier etwa Bubis gehört? Herrliche John! Ey, ich musste gestern noch so darüber schmunzeln, weil du doch geschrieben hast wegen OnlyFans und so. Wo du dann meintest, ja, bei dir gibt es Only C. Also, dass man halt irgendwie nur C sieht. Und wenn dann mal ein Abo abschließt, dann kriegt man den ganzen Fuß. Da muss ich noch so drüber lachen. Aber dann war halt mein Internet wieder weg. Komischerweise habe ich dann bei Vodafone angerufen, habe mit denen halt gequatscht. Und im nächsten Atemzug wurde dann, war das Internet bis abends wieder stabil. Heute mache ich einen Stream an, die erste halbe Stunde, zack, Stream weg. Lauf, hieß es mal in einem Film. Ausgesprochen schon Feladrion. Ach so, also nicht Peladrion. Da sag ich's ja immer falsch zu dir. Dann Feladrion. Ich hoffe, ich merk's mir. Ich bin die Tage dabei, ins DLC 1 reinzustolpern. Das wird mich 2 Stunden aufhalten und dann kommt DLC 2. Cool. Cool. Hier müssen wir das wahrscheinlich hochhalten. Ah. Und jetzt kommen Zwerge. Die stoßen uns einfach die Klippe runter. Ich höre hinter mir schon Schritte. Das ist aber ein kleines Banner. Ach, die kommen wieder. Das ist aber kein Zwerg. Geht denn das runter? Da wachsen Bäume, da muss ja Sonnenlicht hinkommen. Wo sind wir? Alter
Alter Schwede, wie geil ist einfach dieses Spiel? Warum habe ich das nie gespielt? Wow. Oh mein Gott. Da ist irgendwas Großes. Raise the sun. Gucken die eigentlich die Sonne dabei immer an, wenn man das macht? Ja, ne? Geil. Ach, das ist erst die umringte Stadt. Das andere war sozusagen die zerrissene Stadt. Ey, das sieht so unfassbar schön aus. Wie gern würde ich da wohnen, ey. Wow, also bis ich die ersten Monster treffe, dann wahrscheinlich wieder nicht. Aber warum stehen da überall Grabsteine? Sind das Grabsteine? Und was ist das da für ein Gegner? Das ist doch safe unser Miniboss, den wir da treffen. Was ist das? Huck. They brought thee here, did they not? Dost thou the gods serve? Or merely that role affect? Ich diene den Göttern. Ich gebe es nur vor. Jetzt fängt das DLC erst richtig an. Wir dienen den Göttern, oder? Eigentlich schon. Effi, machst du mal einen Kochstream mit Graukäse, Cordon Bleu, Schwarzwälder Schinken, Zitrone und Preiselbeersoße? Ach du heiliger Strohsack. Na, wenn du mir dazu was schickst und wir mal wieder einen Kochstream freischalten sollten, dann gerne. A lie. A wretched lie. How wouldst one such as thee do service to the gods? Thy scheme is known to me. I know what it is thou desirest. The dark soul. No? Why else wouldst one deign to visit this dung heap? Give rest to thy falsity. I would be an ally to thee. Wieso giggelt der so komisch? Wir müssen eigentlich noch mal ins Schneegebiet. Wir müssen ja theoretisch noch mal mit dem Typen sprechen, der zu uns meinte, dass wir uns ein Bett suchen sollen. Und wir müssen noch mal mit dem Mädchen reden. Das haben wir noch gar nicht gemacht. If it is the dark soul thou desirest, then seek Filianor's church at the base of the cliff. There wilt thou the sleeping princess waken. Her slumber is a deceit, a lid covering an overgrown privy, a prop to keep thee from the dark soul of thine desire. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Die finstere Seele, die wir haben wollen, da müssen wir die Prinzessin wecken. Das bedeutet auch aber im Umkehrschluss, dass wir dann nicht das machen, was die Götter wollen, oder? Weil wir ja dann für uns handeln, weil wir die Seele wollen. Sprich, wenn ich die Seele nicht will, die Prinzessin nicht wecke, handel ich eigentlich im Sinne der Götter weiter, oder? Habe ich das falsch verstanden? Worry not. I am a true friend to thee. If thou art yet human, the urge will soon begin to swell. To curse the gods and bring ruin upon this accursed heap of dung. Now, yearly to Filianor's church at the base of the cliff to rouse the sleeping princess. Ist das die Kirche da? If thou yet the dark soul desirest. Oder welche meint er? Leuchtfeuer entzündet. Okay, aber Leute, ich glaube, bevor wir uns da dem stellen, würde ich erstmal nochmal ins Eisgebiet gehen. Weil ich, glaube ich, schon gerne nochmal mit den Charakteren da sprechen wollen würde. Bezüglich dieses Bettes und sowas. Ach du Scheiße. Ja, aber ich glaube, jetzt sind wir am Ende angelangt. Die umringte Stadt, Trümmerhaufen. Schneefeld. Weil habe ich ein Bett gefunden, wo ich mich hingelegt habe? Nee, habe ich nicht. Die mich irgendwo da hinlegen können? In ein Bett aus Eis? Weil das habe ich, glaube ich, nicht. Ich habe mit denen nicht gequatscht nochmal. Oder vielleicht sagen die auch gar nichts anderes. Quick, go along. Find one for yourself. A sweetly rotting bed to lie upon.
Ein Bett, auf dem wir rasten können. Quick. Habe ich hier irgendwo ein Bett übersehen oder warum sagt er das? Bett, auf dem wir rasten können. Da müssten wir auch nochmal hingehen, weil wir links in dem Haus gekämpft haben. Das weiß ich auch noch. Vielleicht ist da das Bett drin. Ich habe ja gehört, Evi macht demnächst mal viermal die Woche einen HelloFresh-Kochstream. Nee. Ich habe tatsächlich schon so ein Placement angeboten bekommen. Und ich habe auch drüber nachgedacht. Hier müssten wir eigentlich nochmal reingehen. Da habe ich die Tür nämlich noch nicht geöffnet. Ich habe auch drüber nachgedacht, ob ich das mache oder nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich will euch da nicht irgendwas aufzwängen. Und ich bin auch nicht so Fan von HelloFresh, wenn ich ehrlich bin. Das ist überteuert. Die Sachen kannst du dir super auch einfach im Supermarkt kaufen. Das ist günstiger. Klar ist das nicht so... Oh fuck, das ist neu. Klar ist das denn nicht so portioniert, sage ich jetzt mal. Und du hast vielleicht auch nicht eine Idee, was du kochen willst, aber dafür bezahle ich nicht mehr Geld. Das ist eine Sache, die kannst du im Internet nachschauen und kriegst Rezepte günstig oder halt umsonst. Die sitzt einfach hier, what the fuck, was ist los mit dir, Mädchen? Ashen One, thy gift of flame has taken root. And Uncle Gale will soon bring the pigment. Pigment, colored like the dark soul of man. Die finstere Seele. Wir brauchen die finstere Seele aus dem zweiten DLC fürs erste DLC, damit sie das Bild fertig malen kann. Und wir sind dann der Onkel Gale, der ihr die Seele bringt. Ich hab das Spiel durchschaut, Leute. I wonder if Uncle Gale has found it. The pigment, colored like the dark soul of man. Das habe ich doch jetzt richtig verstanden, ne? Sprich, das geht hier dann erst weiter. Also sind wir in dem ersten doch noch nicht fertig. Weil wir das, also müssen wir die Prinzessin wecken und ihr die Seele abnehmen, die schwarze. Oder habe ich das, das habe ich doch jetzt richtig verstanden, ne? Kein Plan, ich bin jungfrau in dem Spiel. Aber bezüglich HelloFresh, ne, muss halt jeder selber entscheiden, ob er das kaufen will oder nicht. Aber ich finde das, ja... Ich finde das ein bisschen sehr teuer und wie gesagt, da kann man auch selber gucken. Yo! Da kann man auch selber gucken, dass man sich irgendwie was kocht. Du, ich komme hier nicht lang. Now, yearly to Fillionor's church at the base of the cliff. Entschuldigung. Kann mich noch mal jemand abholen und mich da vorne an die andere Seite der Klippe bringen, bitte? Gesundheit, dankeschön. Gar nicht so schlecht, Frau Evi. Ja, aber das ist halt sowas, was mir in Dark Souls 1 gefehlt hat, so Zusammenhänge. Dass ich dann halt nochmal mit dem rede, damit ich das verstehe. Aber so wird es wahrscheinlich dann sein, ne? Das würde, glaube ich, eine Erklärung geben. Dankeschön fürs Gesundheitswünsche, ihr Lieben. Vielen lieben Dank. Bin ich hier hinter safe? Ja, bin ich. Wow, aber da nicht. Okay, die hinter mir werden auch auf mich schießen hier, ne? Okay, warte mal, ich muss jetzt mal gucken. Jo, da kommen noch mehr dazu, die hier rumkämpfen. Geilo.
vorgegangen. Die Verbindung hast du gut gezogen, aber warte mal ab, wie es dann zusammenhängt. Na, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, der wird immer stärker, umso länger man hier durchläuft, oder? Weil das ja wie so Wellen wären. Nee, die kommen schon gleich dazu. Vorweihnachtstag, dankeschön, Schakal, wünsche ich dir auch. Vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Ich hoffe, dir geht's gut. Es ist so krass, dass morgen einfach schon Weihnachten ist. Ich kann es immer noch ja nicht richtig begreifen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich freue mich drauf. Ja, dann werde ich dich treffen. Und Leute, falls ihr übrigens einen Speedrun habt, von Dark Souls 1 oder Dark Souls 3. Okay, ich habe mich getroffen. Der ist zu weit weg. Dann könnt ihr mir da gerne mal Bescheid geben. Sodass wir uns das vielleicht morgen angucken können gemeinsam. Ich war in der Hölle und habe es überlebt. Ach du Scheiße, was hast du denn gemacht? Artorias ist schuld, weil das verkackt hat. Artorias ist schuld? Das war der Horror. Sind die Leute so verrückt beim Einkaufen? Das muss ja heute auch noch los, aber der schläft. Okay, Leute, ich glaube, ich muss da vorne runterfallen, oder? Ich muss da nicht weiterlaufen. Ich muss runterfallen, glaube ich. Ich glaube, das ist die Rätselslösung. Und später wiederkommen. Und hoffentlich überleben, wenn ich runterfalle. Ja, keiner, dass es da so aussieht. Dass da ein Schlitz ist. Hallo Zombielob, guten Morgen. Das wusste ja nur keiner. So ein Schmutz. Das war zu kurz. Ja, kann ja keiner ahnen, dass da ein Loch im Boden ist. Scheiß Titanrock schon wieder. Alter, ich sammle bald keine Items mehr ein. Das ist ja nur Schmutz, was man kriegt.
So. Oh fuck, da liegt auch noch ein Item. Komme ich da noch irgendwie hin? Oh ja. Wollte der hier in die Wand? Sah so aus, ob er sich da rangedrückt hätte oder so. Aber das ist bestimmt auch qualvoll bei dem Feuer hier gestorben. Ah, meine Nase juckt. Als ob Deutschland endlich komplett bankrott wäre und die Läden morgen früh für immer die Türen schließen. Vor mir war zum Beispiel eine ältere Dame, die für ihren Einkauf eine komplette Footballmannschaft gebraucht hätte, um das nach drinnen zu tragen. Dass sie sich nicht gegenseitig in die Einkaufswagen geschmissen haben, ist auch krass. Ja, ich bin froh, dass ich nicht einkaufen musste. Ja, vielleicht kriegen wir auch gar nicht die Sachen, ne? Dann müssen wir, vielleicht kaufen wir das denn Mittwoch frisch, bevor wir dann um 9 den Stream anmachen. Vielleicht ist 9 auch nicht so eine gute Uhrzeit, um zu streamen und die Sachen zu kaufen. I don't know, Leute. Ich hab's mir doch noch mal anders überlegt. Okay, also wir sind jetzt schon mal ein Stück weitergekommen, aber jetzt pimmeln sie da oben. Ist das wieder so ein Zeitding? Muss ich mich beeilen dann, oder was? Ich krieg den doch niemals so schnell platt, ey. Ja, wie unfair. Jetzt steht und wartet der hier. Wie soll ich denn jetzt hier kämpfen? Blöder Affe. Aber es ist the right way to go. Also die Sache ist, wenn man irgendwo anders hingeht, dann lässt er auch andere Dinge spawnen, habe ich festgestellt. Wie da unten. Aber ich schaffe es nicht, von da unten schnell hochzurennen. Oder muss ich gegen die kämpfen und die auch töten? Diese Geister, die hier rufen. Wenn die Geister auf den Typen schießen lässt, ich glaube nicht, dass das was bringt, oder? Also, wir können es probieren, aber die schießen ja halt auch auf mich. Das ist das Problem. That's the problem of the problem. So, jetzt haben wir hier zwei so eine Pappnasen, die hier jetzt rumlaufen. Digga, Alter, was? Oh Gott! Das ist maßlos nervig. Überleg mal, ne? Wir haben so 3, 4, 5 Versuche bei einem Boss und schaffen den Boss. Und das ist halt so ein Mini-Boss, der einfach so abfuckt und nervt. Gibt's da irgendwo einen Knopf, wo ich das deaktivieren kann mit dem? Ich meine, ich könnte versuchen, theoretisch dann von der Treppe aus ihn abzuschießen. Das würde vielleicht gehen, Leute.
hinter den Stellen dann. Nee, hat nicht so geklappt. Also da sind zwar oben auch nochmal so. Vielleicht muss ich dann die Welle abwarten und da oben mich hinter diesen anderen Steinen nochmal verstecken. Weil sonst würden die ja wahrscheinlich da auch nicht stehen. Aber da erstmal hochzukommen ist ein Akt. Ist eine Option, ja. Aber ich probiere mein Bestes. Wir müssen erstmal wieder hier oben hinkommen zu den Skeletten. Guck mal, jetzt ist Ruhe. Jetzt sieht er mich halt nicht. Wenn ich dann unten reingehe, dann lässt er unten halt irgend so was anderes spawnen. Jetzt kommt Feuer, weil ich hier in der Nähe bin. Und gleich müsste der hier unten drin spawnen. Anstatt links der Weg so lang. Nervig. Und ich habe einen göttlichen Segen gekriegt. Den können sie sich aber sowas von mal ins Arsch verstecken, Alter. Heiliger Strohsack. Waren die nervig. Wie oft bin ich gestorben? 4, 5 Mal? Aber die Treppe hätte ich nicht geschafft. Weil wäre ich die hier immer gegangen, dann hätte er wieder hier die Bogenschützen geholt. Das ist zu lang gewesen für den Intervall. Ich musste die kurze Treppe nehmen. Und dann halt diese Grabsteine spielen. Ja, dann war easy, wenn man wusste, wie. Oder? Hallöchen, Grimmywolf, hallo! Göttlichen Segen in dein Po! Oh Gott, lass das bloß nicht die Kirche hören, dann komm ich noch in die Hölle. Oh, oh, oh. Göttlichen Segen in dein Po. Mal schauen, wie oft du stirbst. Ja, bin jetzt schon ein paar Mal verreckt hier, tatsächlich. Aber auch hier wieder, ne? Wenn du dann weißt, wie, dann ist es auch wieder okay, aber... Erstmal den Weg zu finden und herauszufinden, was die hier von einem wollen, ist so schwer. Fand ich jetzt. So. Ich sag wo, wo? In den Po. Göttlicher Segen in dein Po. Ring City ist schon echt krass. Aber es macht Spaß. Also es ist wirklich ein schönes Gebiet, muss man sagen. Sieht echt cool aus. Also optisch, auch so von den Gegnern her, ist schon nicht schlecht, aber auch ziemlich knusprig. Also ich hoffe, da kommt jetzt nicht öfter so eine Situation. Vielleicht wollten sie halt auch einen harten machen, ne? Dass gleich am Anfang hier so was Starkes kommt. Many of us have... Oh! Gott, Alter, da quatscht er mich von der Seite an. One was a wayfaring knight on an endless, forbidden search. Jetzt haben wir nicht Only gehört, the was abyss er gesagt granted hat. Closure, if not reunion with his beloved. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Das Festmahl. Many of us are by the fire, forsaken. I speak of thine kind and mine. Behold this city. We are kindred, but like two eyes which gaze upon the other. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Okay.
Okay, jetzt haben wir auch gehört, was er am Anfang noch gesagt hatte. One was a wayfaring knight on an endless, forbidden search. Only the abyss granted closure, if not reunion with his beloved. Fear not the dark, my friend. Ist seine Liebste? And let the feast seine begin. Liebste die Tochter von Gwyn? Many of us are, I see hot fear and let the feast. Creepy. Und die Scheiße hier schon wieder an, dass hier irgendwelche Halunken aus Ecke rauskommen. Weg mit dir. Da oben, der Halunke. Ich habe einen Clip erstellt. Oh cool, danke schön. Ihr könnt die, wie gesagt, auch gerne sonst immer ins Discord packen. Oder mit etwas Glück wandern die natürlich auch immer in die Compilation. Jetzt für das Jahr habe ich es schon abgeschlossen, also für Dezember. Aber wir können da bestimmt auch den einen oder anderen Clip noch in Januar mit reinpacken dann. Vielen, vielen lieben Dank. Ist ein Mod vielleicht da? Ja, Neo vielleicht. Ansonsten, Taktik, bist du im Discord? Weil ich bekomme die auf jeden Fall, die Clips. Ich sehe die dann meistens in meiner Liste dann drin, wer Clips erstellt hat. Also die verschwinden auf jeden Fall nicht. Komm da ja nicht rein ohne Daten. Ins Discord? Hast du etwa deinen Zugang verloren oder was? Wie hast du das geschafft? Aber Zombielaub hatte ja letztens auch so ein bisschen Probleme gehabt mit Twitch und so, ne? Oder neues Passwort. Oh, nice, cool, ein Feuer. Neues Passwort erstellen vielleicht. Okay, hier ist ein Shortcut. Lässt sich natürlich nicht von dieser Seite öffnen. Ist ja klar wie Kloßbrühe. Ansonsten warte mal, Taktik. Ich kann dir einfach kurz flüstern, dann kannst du mir den Link zuschicken. Flüstern. Dann kannst du mir den einfach zuschicken, wenn du möchtest. Dann packe ich ihn rein. Dann mache ich jetzt mal einen Mod. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ich hoffe, jemand hat den göttlichen Segen in den Po auch geklippt. Ach, danke schön. Fertig. Vielen, vielen Dank. Packe ich den einfach mal hier rein. Könnt ihr euch den gerne nochmal anschauen, wenn ihr Bock drauf habt. Mein Channel ist nicht da. Mein Channel ist nicht da? Mein Discord-Channel? Wie meinst du das? Von der Seite anquatschen. Cool, danke schön. Hä, wie meinst du das, dass mein Channel nicht da ist? Also bist du schon in meinem Discord drinne? Weil dann musst du einfach das Regelwerk, da musst du die Regeln akzeptieren. Dann siehst du auch alles in meinem Discord. Also du bist ja im Willkommensbereich, wenn dann drin gewesen. Und dann musst du einfach auf das Regelwerk klicken und theoretisch siehst du dann da alles. Sieht nicht so aus. Aber dann weiß ich leider auch nicht, woran es liegt. Also weil meistens seht ihr nur, wenn ihr ins Discord reinkommt, Willkommen und das Regelwerk. Und da müsst ihr dann einmal auf... Was ist denn das? Auf den Bot sozusagen antworten. Mit einem Daumen nach oben und dann bekommt ihr eigentlich eine Rolle. Und dann seht ihr auch alles. Dein Evi-Bild ist nicht da. Mein Evi-Bild ist nicht da. Okay, das ist ja mega komisch. Wenn nicht, müssen wir da mal privat schreiben, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Oha. Oh, ist sauer. Uiuiui. Wie kann er das so sauer sein?
Ist das wieder der Typ? Well, fancy meeting you here. A true blessing that we should seek the same place and find ourselves standing here together. I've got the last of my brew. Let's have our own little toast with it. Schon wieder an Siebräu. To my search and to your duty. And to the joy that lies before us. All right then. Bottoms up. Vielleicht ist das auch der Sohn von Zwiebelmann. Dass das sozusagen eine Anekdote an Zwiebel ist. Now, I'm off in search of the Purging Monument. Once I find it, everything will come back to me. Aber die Stimme hört sich schon an wie Patches. What I lived for. What my name was. And what terrible grudges I held. I don't know. I just have this feeling that that's the kind of man I was. Oh, don't hold it against me. I only think I was. Nimmt an, dass er so eine Person war. Now, I'm off in search of the Purging Monument. Once I find it, everything will come back to me. Now, I'm off in search of the Purging Monument. Vielleicht hatten die ja auch nicht genug Sprecher gehabt. Ja, das glaube ich hier tatsächlich nicht. Aber Philadion schreibt gerade auch schon, kommst also auf denselben Schluss wie jeder. Das mit Patches oder was, aber halt nur wegen der Stimme. Weil sich das halt so ähnlich anhört. Und das könnte ja theoretisch ein Patches sein, der halt nicht so ein Arschloch ist, sondern halt einer, der sich halt wirklich mal was traut. Und der halt nicht so hinterlistig ist. So, wenn der verschwindet, müsste auch das Gift weg sein, ne? Ja. Nicht nur die Stimme, auch die Art und Weise, wie er spricht. Ja, ne? Also ist meine Vermutung vielleicht schon nicht so schlecht gewesen. Oder die Vermutung von uns allen. Okay, dass hier unten jetzt so eine Verseuchung ist, ist natürlich echt kacke, ne? Vielleicht ein alternativer Patches. Oh, das kann sein. Halt nicht Ekel-Patches, sondern ein Lieber vielleicht. Möglich. Okay, ich brauche auf jeden Fall hier meinen Bogen, damit ich die ein bisschen locken kann. Falls hier mehr von denen sind. Jetzt bist du übrigens an meiner Lieblingsstelle im zweiten DLC. Okay, ich lasse mich überraschen. Uah! Ja, im wahrsten Sinne des Wortes lasse ich mich überraschen. Na, na, na. Nicht schubsen. Ich hab Joghurt im Rucksack. Aber wir haben, vorhin haben wir das eine Item eingesammelt, ne? Ist hier Sumpf? Oder Edelstein? Was drei Leute?